Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Pet Simulator. Und falls ihr euch fragt, was wir genau in diesem Video machen werden, wir spielen natürlich mal wieder ein bisschen Pet Simulator 99. Weil aus irgendeinem Grund habe ich mir nicht aufgeschrieben, was ich in dem Video heute machen wollte. Deswegen gehe ich einfach mal die Runde, vielleicht fällt mir ja noch irgendwas ein. Am besten, ich lasse meine Pets jetzt erstmal hier, weil ich habe gerade die Quest Hatch 1500 deiner besten Ex. Das kann ich gerne mal machen. Wenn ich meine besten Ex hatche, dann wähle ich natürlich Loadout 1 aus, womit ich möglichst viel Huge Hunter und Luck habe, damit ich vielleicht auch noch ein Huge Pet ziehe. Mal gucken, ob eins kommt. Wenn keins kommt, dann sehen wir uns gleich nach dem Hatchen wieder. So, Leute, und das war's dann endlich. Wir haben kein Huge Pet gezogen. Das bedeutet, das ist auf jeden Fall nicht das Video, in dem ich 20 Huge Pets ziehe. So, dann gucken wir mal, was die Pets für mich zusammengefarmt haben. Es sind großartige 2500 Gems. Wow, okay. Ich würde sagen, ich mache hier einmal meinen Rundgang, obwohl ich den heute Morgen schon mal erledigt habe, glaube ich. Hier, guck mal, das Spinny Wheel habe ich schon abgeholt. Aber ich bin nicht komplett rumgegangen. Ich bin in letzter Zeit ziemlich faul. Ich hatche die ganze Zeit im Pet Simulator meine Ex, damit ich den Index voll bekomme, weil jetzt gibt es erstens Indexbelohnungen und andererseits gibt es natürlich die Clan-Herausforderungen, wo ich natürlich auch ein paar Sterne bekommen möchte, weil offenbar bekommt man Sterne für jedes unique Pet, das man im Inventar hat. Das heißt, man muss wirklich von jedem Pet, das es gibt, eins in Normal, eins in Gold, eins in Rainbow, eins in Normal Shiny, eins in Gold Shiny und eins in Rainbow Shiny haben für die maximale Anzahl an Sternen, die wir für den Clan-Krieg brauchen. Beim Clan-Krieg will ich natürlich nicht dafür verantwortlich sein, wenn wir verlieren. Weil wenn wir verlieren, dann ist auf jeden Fall wieder jemand anderes verantwortlich. Nicht wahr, Victor? Gehen wir mal zur Goldmaschine, weil ich muss 500 Goldpads machen. Das kann ich gerne mal machen. Ein Pad oder 10 Pads lasse ich mir aber einfach mal. Ich weiß nämlich nicht, ob mehr Punkte abgezogen werden, wenn ich alle Gold mache. Deswegen einfach nur, um sicher zu gehen, lasse ich mir einfach mal immer ein paar der Pads übrig. Oh, als nächstes muss ich sogar Rainbow Pets machen. Perfekt. Gut, hier mache ich mir erstmal nichts. Hier hole ich mir natürlich alle Früchte ab. Ihr solltet wirklich regelmäßig im Pet Simulator einfach die eure Runde gehen und aus allen Automaten alles abholen, was es gibt. Die Automaten füllen sich sehr schnell nach. Ich glaube, ich mache mir mal so ein Buch, weil ich es mir leisten kann. Kann ich mir eigentlich noch ein paar coole Bücher machen? Hier, Treasure Hunter kann man sich immer mal gönnen, so ein Treasure Hunter 6 Buch. Ich habe im letzten Video Treasure Hunter 4 zu Treasure Hunter 6 gesagt. Aber ich kann nichts dafür, dass römische Zahlen so verwirrend aussehen. Und ich habe das Bild nicht gesehen. So, ein paar neue Bücher gemacht. Dann gehen wir mal hier rauf. Und ich würde sagen, ich rüste mir einfach mal meine Bücher. Ich finde es super cool, dass es jetzt Enchant Loadouts gibt. Und ich habe mir noch keine gemacht. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal ein Loadout 3 zum Farmen für sehr viele Belohnungen. Deswegen gehe ich hier auf jeden Fall auf Treasure Hunter. Ich habe mir noch mehr Treasure Hunter rein. Hier auf jeden Fall noch zwei weitere Treasure Hunter Bücher. Ein Criticals Buch, damit man einfach schneller abbaut. Auf jeden Fall ein Strength Buch, damit man auch schneller abbaut. Und wenn man auf Belohnungen gehen will, ist Chest Mimic ist voll teuer. Warum ist Chest Mimic so teuer? Und das hier nicht. Ich hatte mal das Gefühl, dass man aus Lucky Blocks besseren Loot bekommt als aus Chests. Aber okay, ich hau mir einfach mal die beiden Bücher auch noch rein. So, das ist, glaube ich, ein gutes Loadout, um so ein bisschen auf Item-Farmen zu gehen. Natürlich hier hingehen. Ich finde, die Daycare ist jetzt super gut gelöst. Ich kriege jetzt, obwohl ich nicht mal gute Pets reinpacke, einfach schon 100.000 Gems pro Daycare. Ich sollte wirklich häufiger Sachen von der Daycare abholen. Ich gehe hier nur einmal am Tag hin, obwohl ich es viel öfter machen könnte. Ich packe natürlich nicht alles rein, weil ich hier nichts riskieren möchte. So, 35 und los geht's. Fahren wir mal ein bisschen weiter. Leute, für mich ist gerade Dienstag, für euch ist wahrscheinlich Mittwoch. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie die Woche für euch lief. Für mich ist die Woche gerade ziemlich entspannt, weil ich habe Urlaub. Und ja, ich weiß, ich sage immer sowas wie, oh, ich livestreame nicht, weil ich arbeiten muss und jetzt habe ich Urlaub. Das heißt, ich könnte livestreamen, aber ehrlich gesagt, habe ich gerade auch gar keine Lust zu livestreamen. Vielleicht werde ich diese Woche noch livestreamen. Wenn ihr Lust darauf habt, dass ich mal wieder einen Stream anschmeiße, dann könnt ihr es mir auch in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt erstmal hier noch kurz die Atlantis Obby. Nennt man das überhaupt Obby? Das Atlantis Minigame. Auf jeden Fall. Huch, es geht da lang weiter. Wow. Hey, da oben hat man aber jetzt eine Anzeige, die den Progress zeigt. Das finde ich auch sehr gut. Und damit hätten wir das erledigt. Und ich kriege eine Ananas. Na, immerhin eine Ananas. Ananas ist immer gut. Hier auch immer die Free Items claimen. Und nicht zu vergessen, die Automaten. Weil ich verstehe nicht, wie Leute immer rumweinen, wenn ich sage, yo, wenn ihr viel farmen wollt, dann müsst ihr natürlich immer eure Früchte aktivieren. Und dann meint ihr, ich habe gar keine Früchte. Man kriegt so viele Früchte. Guckt euch an, wie viele Früchte ich habe. Und ich benutze sie wirklich aktiv. Ich habe 1000 Früchte. 2000 von jeder Frucht oder mehr. Ich habe sogar 5000 Ananüsse. Die haue ich mir erstmal rein. Einfach, weil ich es kann. So. Rainbow Pets machen wir uns natürlich. Aber nicht zu viele. Zwei neue Toucans. Noch ein paar davon, damit ich die Quest abschließe und dann gucken wir, was die nächste Quest ist. So, Free Diamonds immer gönnen. Und die nächste Quest ist 2500 Bruchstücke im besten Bereich. Das ist easy. Das werden wir dann machen, wenn wir soweit sind. Jetzt hole ich mir natürlich, Pinatas. Für nur 400, die sind aktuell 40.000 wert. Das ist ein Schnäppchen. Ah, ich kann aber leider nur eine kaufen. Hier sind auch immer Schnäppchen, die gönne ich mir immer. Alter, wie viele? Wie viele kann ich kaufen?
I'm doing this too quickly. Okay, jetzt. Es hat nur geleckt, schade. Ich dachte schon, ich könnte so viele kaufen. Und wieder zum nächsten Automaten. Immer wenn ihr drei Sachen gekauft habt, geht nochmal hin, weil in den Automaten sind, wenn sie voll sind, immer vier Sachen drin. Kometenschauer kann ich auch aktivieren, aber den nutze ich eigentlich nie. Ich meine, wofür ist der Kometenschauer überhaupt da? Ja, dann spawnen Kometen in der Nähe von Spielern und dann kann man sie abbauen. Wow. Es nützt einem was, wenn man halt ein bisschen auf diese Kometenabbau-Quest gehen möchte, weil dann halt die Kometen gespawnt werden, aber keine Ahnung. Wirklich geil ist das nicht. Wenn in den Kometen wenigstens so wie auch in Pet Simulator X die Chance drin wäre, ein Exclusive Pet zu bekommen, dann wäre das cool. Aber so ist das jetzt nicht wirklich mein Fall. Und mir fällt gerade ein, ich muss natürlich noch Flaggen setzen. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot. Immer Flaggen setzen. Guck mal, wie viele Coinsflex ich schon wieder habe, weil ich in letzter Zeit immer wieder verpeilt habe, meine Flaggen zu setzen. So, machen wir mal den Chest Rush. Vielleicht kriegen wir heute hier ein Huge Pet. Mal gucken. Heute ist es unsere Mission, mein Huge Pet zu bekommen über die üblichen Methoden. Dankeschön. Keine Ahnung, warum Pet Simulator gerade so sehr laggt. Ich meine, es ist Dienstag. Es ist ja nicht so, dass die Server jetzt überladen sein sollten. Es ist vor allem Dienstag morgens. Na gut, es ist schon nachmittags. Ich habe ein bisschen hinausgezögert, dieses Video hier aufzunehmen. Und mir fällt gerade auf, für meinen Loadout bräuchte ich eigentlich auch noch ein Magnetbuch. Das sollte ich mir vielleicht noch reinhauen. Da muss einmal Schatzjäger weichen für Magnet 3. Magnet 3 braucht man leider immer, wenn man farmen möchte. Weil man einfach nicht genug Reichweite hat, um AFK rumzustehen. Finde ich schade, aber ist nun mal so. Hä, was ist los? Warum bauen meine Pets so langsam ab? Habt ihr das jemals gesehen? Ah, jetzt. Okay, ich dachte schon. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir in den nächsten 5 Minuten einfach mal ein Huge Pet bekommen. Und das wär's dann. So, wir haben kein Huge Pet bekommen. Das heißt, das war auch ein Reinfall. Gut, machen wir weiter. Flaggen platzieren nicht vergessen. Diesmal denke ich dran. Weiter durchgehen, alles einsammeln. Die Sache ist, nach Area 51 gibt es halt echt nicht mehr viel. Da kann man eigentlich super viel skippen. Bis hierhin gibt es noch viele Sachen, die man am Wegesrand einsammeln kann. Aber jetzt ist da eigentlich nichts mehr. Hier ist jetzt einfach der vorletzte Automat, den wir haben. Aber da ich Flaggen platziere, gehe ich trotzdem nochmal durch alle Welten durch. Ich muss ja auch noch in den Garten gleich reingehen. Weil wer weiß, vielleicht ziehen wir ja ein Huge Pet aus einer Pflanze raus. Wow, was sind denn das für schlechte Samen? Wow. Gut, ziehen wir hier ein paar Diamanten raus. Es laggt halt wirklich krass. Ich weiß nicht warum. Preston hat gestern noch getweetet, dass er sich jetzt darum kümmern will, Lag zu reduzieren, damit Mobile Gamers auch mal wieder eine Chance haben, Pet Simulator zu spielen. Aber bisher laggt alles nur viel mehr. So, stopfen wir alles rein. Die Pflanzen hier gieße ich auf jeden Fall, die anderen nicht. Die haben kein Wasser verdient. Und ich sollte, wenn ich fertig bin mit dem ganzen Gehätsche, wirklich mal anfangen, auch ein bisschen auf den Trading Plaza zu gehen und zu traden, weil ich habe echt ein ziemlich schlechtes Team, wenn man mich jetzt einfach mal mit anderen Pet Simulator YouTubern vergleicht, die super viele Huge Pets und so haben. Wobei die anderen, die streamen auch total viel und kriegen auch ständig Sachen über den Briefkasten geschickt. Das gehört ja auch noch dazu. Das mache ich ja beides nicht. Also, ich kriege zwar schon manchmal was über den Briefkasten, aber nicht ansatzweise so viel wie alle anderen, die ich kenne. So, gehen wir zu diesem Händler und... Oh, will ich denn was verkaufen? Die Speed-Bücher möchte ich ihm auf jeden Fall verkaufen, weil Speed halte ich wirklich für total unnötig. Es hat zwar auch was mit der Angriffsgeschwindigkeit zu tun und dementsprechend ist es gar nicht so schlecht, aber trotzdem nicht wirklich mein Fall. Glück verkaufe ich nicht, aber hier ein paar Coins-Tränke kann ich schon hergeben für über den Wert. Oh, habe ich da gerade ein Geschenk gesehen? Die Geschenke wurden übrigens gebufft. Nach dem Update waren die wirklich schlecht, aber jetzt kann man da verschiedene Sachen bekommen. Jetzt war es nur ein Apfel. Ein Apfel ist jetzt auch nicht so gut. Aber manchmal kann man da inzwischen auch mehr Gems bekommen oder noch seltenere Items. Deswegen... Oh, nein, was habe ich getan? Deswegen lohnt es sich tatsächlich jetzt auch Ausschau zu halten nach diesen Geschenken, was ich natürlich nicht mache, wenn ich hier durch die Welt durchsause und die ganze Zeit nur Flaggen platziere mit geöffnetem Inventar, dann sehe ich natürlich keine Geschenke. Deswegen gucke ich mich einfach mal ein bisschen um. Schadet ja nicht. Wenn ich eins finde, dann kann sich das vielleicht ja auch lohnen. So, hier endlich mal wieder ein paar Free Potions claimen. Und die Lucky Blöcke, jetzt geht's los. Jetzt können wir endlich mal wieder hier Lucky Block Farmen gehen. Das finde ich wirklich cool, das Event. Leider geht es nur alle 3 Stunden, aber das lohnt sich richtig. Und vor allem mit meinem Loadout hier, welches auf Treasure Hunter geht, lohnt es sich noch viel, viel mehr. Ich meine, alles, was ich jetzt machen muss, ist hier einfach nur durch diese Welt laufen. Vielleicht noch auf die pinken Blöcke raufklicken, damit es einfach ein bisschen schneller geht und dann kriegen wir die Leiste da oben auch irgendwann voll. Ja, ich habe das Gefühl, meine Pets brauchen aber relativ lange zum Abbauen. Ich glaube, das liegt aber daran, dass das Spiel laggt, weil guckt euch das an. Es wird einfach nicht abgebaut teilweise, einfach nur wegen den Lags. Das finde ich echt schade. Aber egal, ich gehe jetzt einfach erstmal auf diese ganzen pinken Blöcke. Wenn keine mehr da sind, dann würde ich natürlich auf die blauen gehen, aber die pinken, die spawnen ja auch immer nach. Man bekommt immer geile Items wie so eine TNT-Crate. Jetzt einfach so eine TNT-Crate bekommen als normalen Drop zwischendurch. Die Lucky-Blöcke wurden natürlich auch ein bisschen genervt. Man kriegt nicht mehr so viele Gems, wie man am Anfang bekommen hat. Aber man bekommt immer noch gut Gems und man bekommt immer noch gut Items. Ich finde, es lohnt sich immer noch hier regelmäßig reinzugehen, auch wenn es nicht mehr ganz so krass war wie beim Release. Damit habe ich aber auch schon gerechnet, dass das so sein wird.
So, und leider ist das hier halt wirklich eine echt große Fläche, über die man laufen muss. Und aus irgendeinem Grund sind meine Pets zu schwach dafür. Das verstehe ich gar nicht. Das erste Mal, als ich hier war, hatte ich schlechtere Pets, als ich jetzt habe. Und die haben schneller gefarmt. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur an den Lags liegt oder ob die Lucky Blöcke wirklich schwerer zum Abbauen geworden sind. Wenn ihr damit Erfahrung gemacht habt, schreibt sie mir auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr unterscheiden, ob es an den Lags liegt oder ob die Lucky Blöcke nochmal ein bisschen stärker gemacht wurden oder ein bisschen schwerer abzubauen gemacht wurden. Darauf habe ich nämlich jetzt nicht so geachtet, welche Zahlen da immer standen. So, wie viel habe ich? 4700, also ungefähr die Hälfte. Gut, bauen wir hier nur noch ein bisschen ab. Da kommt wieder ein pinker Block, den nehme ich immer gerne mit. Und theoretisch kann ich... Oh mein Gott, da ist ein... wie heißt der? Rainbow, ich kann nicht sprechen. Und damit haben wir es jetzt. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Hä? Ich hab da... Da ist er! Endlich! Ich wollte schon sagen, wo bleibt der schwarze Lucky Block? Ha! Endlich habe ich meinen Rainbow Lucky Block bekommen. Das war natürlich ein super Skip zum schwarzen Lucky Block. Den bauen wir jetzt einfach mal ganz schnell ab und gucken, ob sich wieder so sehr lohnt, den abzubauen. Ich meine, beim letzten Mal kamen da so viele Belohnungen raus. Und vor allem kam da auch ein Schatzjäger 6 Buch raus, was ziemlich selten ist. Das habe ich auch gerade ausgerüstet. Mal gucken, was wir bekommen. Wir haben ihn zur Hälfte abgebaut. Bald sind wir fertig. Und jetzt kommen die Belohnungen. Oh. Das ging zu schnell. Da war eben, ich glaube, ein Coins-Buch. Ich habe es nicht gesehen. Aber es waren nicht mehr so viele Belohnungen wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal waren es noch ein paar mehr. Das finde ich schade. Aber wir haben noch 11 Minuten Zeit. Und in den 11 Minuten kriegen wir locker noch einen zweiten zusammen. Weil diesmal werde ich die Zeit komplett ausnutzen. Nicht einfach nach ein paar Minuten wieder rausgehen. Also gehen wir hier wieder auf die pinken Lucky Blöcke, die gespawnt sind. Ich muss natürlich erstmal meine Maus finden, damit ich den Pets auch wieder zeigen kann, wo sie abbauen sollen. Also immer schön die pinken abbauen. Wobei eigentlich... Ist es egal, was man abbaut. Wenn die Pinken jetzt so lange brauchen und so weit voneinander weg sind, kann es sich, glaube ich, auch lohnen, einfach auf die Gelben zu gehen, weil man die viel schneller abbaut. Wenn ihr nach da oben guckt, geht die Anzeige auch so relativ schnell hoch, weil man einfach AFK rumsteht. Aber ich gehe trotzdem gezielt auf die Pinken, weil ich so wenigstens was zu tun habe in der Zeit, bis dann endlich der Schwarze da ist. Und hier ist natürlich auch ein Magnetbuch im Loadout ziemlich nützlich, weil ich somit die ganzen Loot-Drops von weiter weg einsammeln kann. Zum Beispiel der Drop da hinten, da liegt ein grünes Item. Grün ist jetzt nicht so besonders, aber immerhin kann ich das einfach schon von hier aus einsammeln. Da kommt's und es war ein Apfel. Ist in Ordnung. So, hier sind sehr viele Sachen, die bauen wir alle mal ab. Alles abbauen, Leute. Alles abbauen. Danke. So, wie weit sind wir? Wir sind schon bei über 5000. Jetzt gerne nochmal so ein Rainbow Lucky Block. Ich weiß nicht, wie selten die sind, aber das ist schon cool, dass ich einfach einen bekommen habe und einfach 5000 Punkte skippen konnte. So, bauen wir noch ein paar Pinke ab und dann kommt doch hoffentlich gleich der Rainbow, oder? Please? Rainbow? Ich meine, oh mein Gott, sind hier viele blaue. Komm, die bauen wir alle ab. Alle blauen abbauen, Leute. Alle abbauen. Dankeschön. Wir haben schon 7200. Damit sind fast 3/4 geschafft. Wenn wir die 2 Pinken hier haben, dann sollten wir auch 3/4 haben, oder? Jo. Sogar mehr als 3/4, einfach schon 8000 Punkte. Und die letzten 2000 kriegen wir blitzschnell zusammen. Ein pinker Block bringt uns schon 100 Punkte. Eigentlich können wir auch auf die blauen gehen, weil guck mal, wie schnell ich die blauen hier abbaue. Und 4 blaue sind ja ein pinker. So, nur noch 700 Punkte. Das heißt, wenn wir den pinken da hinten haben, sollte es genug sein, oder? Nee, es fehlen nur noch 200, okay. Jetzt. Okay, wo ist der schwarze Lucky Block? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm, please, please, da hinten ist er. Holt ihn euch, Jungs. Zerstört ihn. Er wird keine Chance haben. Ja, und dann warten wir noch mal ein bisschen. Ein bisschen warte. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Ich muss mir natürlich einen Treasure Hunter Potion reinhauen. Das habe ich ganz vergessen. Ich hau mir aber gleich nicht so einen guten rein, sondern einfach ein paar hiervon. Oh mein Gott, ich bin ein Idiot, dass ich Treasure Hunter vergessen habe. Und jetzt mit Treasure Hunter kriege ich hoffentlich noch bessere Sachen. Bitte irgendwas. Warte, das war's? Was war das denn jetzt schon wieder? Alter, diese schwarzen Lucky Blöcke wurden so hart genervt. Das ist so schade. Ich meine, man kriegt immer noch guten Loot. Aber komm. Komm schon, ich habe einfach ein Treasure Hunter 6 Buch bekommen. Beim ersten Mal. Wo ist mein nächstes Treasure Hunter 6 Buch? Naja, wie viel ist ein Treasure Hunter 6 Buch eigentlich wert? Hier, Treasure Hunter 6 ist einfach 300.000 Gems wert. Na gut, wir holen uns einfach noch einen dritten schwarzen Lucky Block und der wird's dann reißen. Oh, da hinten ist was Goldenes. Goldener Loot, den gönne ich mir. Goldener Loot. Und es ist eine Rainbow Frucht. Die ist immer gut. Du musst immer auf die Geräusche hören. Wenn so ein hohes Bling kommt, dann ist da was Goldenes. Wie zum Beispiel dieses Lucky Eggs Buch. Ich glaube, das ist Lucky Eggs 4, wenn ich mich nicht irre. Es ist leider hinten immer abgeschnitten. Wir haben übrigens schon wieder 5000 Punkte zusammen. Das heißt, die nächsten 5000 kriegen wir genauso schnell. So, wir haben sie wieder zusammen. Es ging nicht ganz so schnell. Das lag aber daran, dass die Server mal wieder geleckt haben. Und da hinten ist der schwarze Lucky Block. Rauf da! Schnell! Na gut, wir haben noch 5 Minuten. Also fast 5 Minuten. In den 5 Minuten werden wir es easy schaffen. Und vielleicht sogar noch einen zweiten Lucky Block. Aber das wird knapp, dass wir... Also, was heißt ein zweiter? Einen vierten Lucky Block. Das ist ja jetzt mein dritter. Ich habe auch ein Treasure Hunter Buch drin. Ich habe
17 Ananüsse drin. Und vor allem habe ich auch den Super Drops Game Pass. Das heißt, ich bin eigentlich perfekt ausgestattet, um guten Loot zu bekommen. Wo ist jetzt mein guter Loot, ist die Frage. Wo ist er? Und da kommt mein guter Loot und er besteht aus... Ja, Treasure Hunter... Nee, Strong Pets 4 und Treasure Hunter 4. Okay, es waren wenigstens zwei Bücher auf Stufe 4. Kein Buch auf Stufe 6, aber immerhin zwei Bücher auf Stufe 4. Ist auch gut. Kann ich mich mit zufrieden geben. So, dann gehen wir hier nochmal alles abbauen, was in der Ecke ist. Baut alles ab, Jungs. Das wird echt knapp. Ich habe 3 Minuten 33. Ich muss jetzt noch 8000 Punkte machen. Aber ich glaube, wenn ich in einem Bereich ein bisschen länger stehen bleibe, dann schaffen es meine Pets auch die kleinen Sachen in dem Bereich abzubauen. Und dann kriege ich schneller die Punkte zusammen. So meine Vermutung. Ich könnte natürlich auch, damit es noch ein bisschen schneller geht, einen Stärketrank reinhauen. Und mit dem Stärketrank sollte ich doch jetzt noch schneller abbauen, oder? Na, man merkt es nicht wirklich. Das liegt halt daran, dass die Server laggen. Deswegen sind halt die Ticks, in denen abgebaut wird, viel zu langsam. Da bringen wir auch Stärke nicht sehr viel. Aber da hinten in der Ecke sind so viele Blöcke, auch so viele blaue und ein paar pinke. Das heißt, hier sollten wir jetzt doch relativ schnell vorankommen. Wie viele Punkte brauche ich noch? Ich habe die Hälfte. Ja, das schaffe ich easy. Das schaffe ich easy, Leute. Hier die pinken einmal abbauen. Dann hier die ganzen blauen. Aber Fokus auf die pinken setzen, Leute. Kann jemand von euch mal zusammenzählen, was ich alles an Loot bekomme da unten? Ich glaube nicht, weil ich meine Videos immer richtig wild zusammenschneide und ihr die Hälfte gar nicht seht. So, wir brauchen nur noch 800 Punkte. Easy. 800 Punkte kriegen wir echt easy zusammen. Da haben wir 100. Da haben wir 200. Zwischendurch baue ich sowieso die ganze Zeit noch ab. Mir fehlen nur noch 115. Und jetzt sollten wir es haben. Ja, wir haben genug. Wo ist der schwarze Lucky Block? Wo ist der? Da ist er. Holt ihn euch. Rauf da. Ja, und dann bauen wir den auch nochmal ab. Eine Minute 30 sollten reichen, um den abzubauen. Vor allem habe ich ja jetzt nochmal einen Schadenstrank reingehauen. Also das sollte wirklich easy reichen. So, und... Oh mein Gott! Ich habe eine Lower Key für einen Secret Key bekommen. Eine Lower Half von einem Secret Key und eine Upper Half für diesen anderen Key bekommen. Jetzt noch 10 Sekunden kommen. In den 10 Sekunden hole ich mir einfach nur ganz normalen Loot. 5, 4, 3, 2, 1 und... Das war's. So. Und jetzt dürfen wir für drei ganze Stunden hier nicht mehr rein. Aber es ist trotzdem geil zum Farmen. Ich habe eine Menge Zeug bekommen. Vor allem, ich habe jetzt schon 4 Lower Halves und 2 Upper Halves. Ich glaube, in dem Video werden wir auch nochmal in die ganzen Secret Areas reingehen, damit wir uns einfach mal angucken können, ne? Ich habe jetzt 3 Secret Keys, das heißt, wir können in jede Secret Area noch einmal reingehen. Oh, eine Pinata war das, oder? So, Free Enchants claimen wir uns. Und natürlich wieder die Flaggen setzen, ganz wichtig. Einmal hoch in den Himmel, Flagge setzen... Free Items, Flagge setzen. Ist hier ein Geschenk? Nope, hier ist kein Geschenk. Weiter, Flagge setzen, Flagge setzen. Nein, ich kann das hier nicht tun. Und nochmal, Flagge setzen und auch hier eine Flagge setzen. Dann bauen wir die Kiste ab, die geht jetzt sehr viel schneller, weil ich ja jetzt bessere Pets habe als beim letzten Mal. Blub, Flagge setzen, blub, Flagge setzen, war dann Geschenk? Nope, hier auch nochmal eine Flagge setzen. Und dann sind wir schon in der letzten Area angekommen, wo auch schon jemand anderes farmt. Also gehen wir hier mal auf Autofarmen. Ich könnte vielleicht auch mal meine Free Rewards einlösen. Das mache ich nämlich auch viel zu selten. Aber ihr seht, ich habe schon die maximale Anzahl an Coins. Das bringt mir halt nur Gems oder Items. Und gerade will ich komplett auf Items gehen und nicht auf Gems. Hier sind auch noch 5 Magnet Flags drin. Ich lasse das aber mal so, weil ich, nachdem ich dieses Video hier aufnehme, ja den Server nochmal verlasse und dann nochmal neu raufjoinen. Und es könnte sein, wenn ich alleine bin, wird der Server reset und dann sind die Magnet Flags weg. Dementsprechend setze ich jetzt erstmal keine neuen. Das mache ich erst dann wieder, wenn ich AFK farme. Da hinten kriege ich jetzt auf jeden Fall meine Items. Flup. Und wir können uns jetzt einfach mal die ganzen Secret Areas anschauen. Was mir jemand in die Kommentare geschrieben hat, ist, dass ich mal das Schloss hier angucken soll. Aber das Schloss kann man immer noch nicht öffnen, Leute. Ich habe euch gesagt, das wird wahrscheinlich eine neue Welt oder sowas sein. Aber zunächst kann ich mir hier wieder Free Diamonds claimen, sehe ich gerade. Zunächst gucken wir uns die Secret Areas an, die es gibt. Eine habe ich euch im letzten Video schon gezeigt, die werde ich euch aber dieses Video nochmal zeigen. Wir gehen jetzt aber mal in der richtigen Reihenfolge durch alle durch und gucken dann, welche... wohl die coolste ist. Hier auch wieder die Automaten abholen, weil ihr seht, die Automaten werden schnell nachgefüllt. Ich kann den Automaten wieder komplett leer räumen, habe wieder 4 neue Früchte bekommen. Also Leute, die nicht genug Früchte haben, verstehe ich echt nicht. Hier ist die erste Secret Area, die man mit so einem Secret Key öffnen kann. Das machen wir jetzt einfach mal. Wenn man in diese Secret Area reingeht, dann gibt es hier einen Stand mit Crazy Deals. Would you believe it? Und ich habe die Wahl zwischen einem alten Schuh, einem alten Schuh und einem alten Schuh. Aber ich krieg's wenigstens kostenlos. Wow. Ich will den. Darf ich noch einen? Nein. Das war kein Crazy Deal. Das war eine riesen Enttäuschung. Okay. Jetzt, wo ich in der Secret Area war, farben meine Pets da hinten nicht mehr. Deswegen packe ich meine Pets wieder dahin. Fluuuup. So, ihr sollt weiter hier farmen, Leute. Und ich gehe jetzt einmal zum Wilden Westen hin. Und... Fluuuup.
Okay, wir sind im Wilden Westen angekommen und hier ist die nächste Secret Area. Wenn man in den General Store reingeht, braucht man natürlich auch einen Secret Key. Wir gehen rein. You cannot enter this instance now. Dann versuche ich es nochmal. Hallo? Jetzt. Okay, jetzt geht es. Gut, wir gehen rein. Dürfen zwischen einer von drei Kisten auswählen. Und ich bin für diese Kiste hier in der Mitte. Und es ist schon wieder ein Stiefel. Was soll denn das? Ich will den nicht haben. Ich werde hier nur verarscht. Natürlich. Alles klar. Nee, ihr wollt mich ja wohl verarschen. Das war Das stimmt nicht. Ich schwöre, wenn ich eine andere Kiste genommen hätte, dann hätte ich auch einen Stiefel bekommen, denn das ist alles rigged. Wenn ihr wissen wollt, wie Pet Simulator solche Sachen und zum Beispiel auch das Glücksrad rigged, habe ich gerade ein neues Tutorial auf meinem YouTube-Kanal gemacht für das Glücksrad in Pet Simulator X. Das ist zwar gerade nur für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher veröffentlicht worden, aber normale Zuschauer können das dann auch bald sehen. Wobei, das kommt, glaube ich, erst am 12. April online. Also müsst ihr wohl eine Kanalmitgliedschaft kaufen oder ihr seht es nicht, weil, keine Ahnung, es ist ein Tutorial. Interessiert die meisten von euch ja eh nicht. So, hier hole ich mir noch einmal die Bücher ab. Und bevor ich meine Pets wieder zum Farmen schicke, gehe ich einfach mal hier kurz eine Flag platzieren, wenn ich schon hier bin. Durch den Tunnel durch. Flup, flup, flup. Dann nach rechts wieder ein paar Flags platzieren. Flags platzieren, Flags platzieren, Flags platzieren. Und wir sind dann wieder beim pinken Schloss. Da, wo ich beim letzten Video das erste Mal war, da war nämlich auch ein Spinny Wheel drin mit Crystal Keys. Und diesmal sind da wieder Crystal Keys zu finden. Das heißt, ich kann jetzt wieder spinnen, habe wieder die Chance auf einen Crystal Key. Und die Chance ist sehr hoch, einen vollständigen Crystal Key zu bekommen. Und sie liegt bei 15%, dass man nur eine Hälfte bekommt, beziehungsweise bei 30%, dass man eine Hälfte bekommt. Und was bekomme ich? Ich bekomme 40%ige Chance auf einen vollständigen Crystal Key. Das ist geil. Oh, ich sehe gerade erst, dass sie sich da auch die Mühe machen, die Sachen so zu rotieren, dass die immer nach unten schauen. Das habe ich nicht gemacht in meinem Tutorial. Das hätte ich vielleicht auch noch hinzufügen können. Ist das auch bei dem Spinny Wheel hier so? Oh ja, bei dem Spinny Wheel hier ist es auch so. Lol, darauf habe ich gar nicht geachtet. Na gut, dann habe ich es wohl doch nicht so gezeigt, wie es in Pet Simulator 99 funktioniert. Ich hätte mir das Spinny Wheel in Pet Simulator 99 vielleicht erstmal anschauen sollen. Aber komm, einmal kann ich spinnen. Ich habe hier eine 0,1%ige Chance auf eine Mini-Chest, die gefällt mir eigentlich nicht. Ich gehe einfach mal erst auf den Trading Plaza. Wobei, das ist ja jetzt wieder so, dass wenn man zurückkommt, dass man auf denselben Server zurückkommt, oder? Es sei denn, ich wechsle auf dem Trading Plaza den Server wahrscheinlich, oder? Egal, gucken wir mal, ob ich mir hier was kaufen kann, was Schönes. Ja, komm, kaufen wir uns einfach mal so einen kleinen Happy Rock. Dann habe ich ein Huge Pet mehr in meinem Repertoire. Blub, gekauft. Weil mein Ziel ist es ja immer noch, 99 Huge Pets zu bekommen. Weil erst dann, wenn ich 99 Huge Pets habe, dann kann ich es mir natürlich auch erst leisten, euch neue Huge Pets zu geben. Jetzt hier auf den Teleporter, wechsle dann auf einen normalen Trading Plaza Server. Und hier werden die Happy Rocks noch teurer angeboten. Gut, dass ich auf dem Pro Server gekauft habe. Da kriege ich nämlich gute Deals. Wobei, der hier kostet 6,3 und hat dann sogar zwei Charms, die jetzt auch nicht so geil sind. So einen Lightning Charm kaufe ich mir mal. Der ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Aber ich will einfach mal sehen, wie der ist, wenn man ihn benutzt. Ich habe ja hier immer noch meinen Huge Evolved Tailrock. Und ich glaube, auf den packe ich jetzt mal den Lightning Charm rauf. Einfach nur, damit ich den mal austesten kann. So, Lightning Charm raufgepackt. Und dann kehren wir jetzt wieder zurück zu einem normalen Server. Und ich hoffe sehr, dass ich auf dem normalen Server jetzt die Chance auf ein Huge Pet auf dem Spinny Wheel habe. Weil vorher werde ich nicht spinnen. Vorher lohnt sich das ja nicht, wenn man nicht mal die Aussicht darauf hat, was Cooles zu bekommen. Warte, ich lande wirklich wieder auf dem gleichen Server. Wow. Aber diesmal immerhin mit so einem Charmstone. Nee, dann gehe ich auf den öffentlichen Server. So, wir sind auf dem öffentlichen Server und ich habe jetzt die Chance auf Müll. Obwohl Explosive. Ist eigentlich besser als Blast, aber neuer Server. Und wow. Ach egal, komm, ich spin jetzt einmal, damit wir einmal sehen, wie der Spin aussieht. Und der Spin sagt, wer hätte es gedacht? 1500 Gems. Das war ein richtig fetter Fail. Na gut, ich gehe zurück auf den Private Server, sag meinen Pets, dass sie hier farmen sollen. Und vor allem gehe ich auch einmal in Area 75 oder war das Area 76? Ich glaube, das war Area 76. Weil in Area 76, da kann ich nochmal an den Index gehen. Sehe dann hier unten die Indexbelohnungen. Und wie viele Punkte habe ich inzwischen? Ich habe inzwischen... Steht hier nirgends, oder? Da steht nur, was ich mir leisten kann und was nicht. Ich habe auf jeden Fall noch keine 3000 Punkte. Aber ich habe halt genug für diese ganzen anderen Sachen, die ich aber alle gar nicht haben möchte. Okay. Oh, da ist ein Komet, den baue ich ab. Wenn ihr übrigens auch auf den Private Server rauf möchtet, ohne dafür Robux ausgeben zu müssen, dann könnt ihr natürlich auch unserem Clan joinen. Unser Clan nimmt natürlich nur die besten Pet Simulator Spiele auf, die wir kriegen können. Aktuell im Clankrieg ist es wichtig, den Index zu vervollständigen. Gerade sieht es gar nicht so gut aus. Ich kann mir deswegen vorstellen, dass in den nächsten Tagen schon ein paar Leute aus dem Clan rausfliegen werden, um Platz zu machen für neue Leute. Also, wenn ihr
einen ziemlich vollen Index habt oder Aussichten darauf habt, euren Index in den nächsten paar Tagen richtig ordentlich fett zu füllen, dann kommt auf meinen Discord-Server, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, öffnet ein Support-Ticket in der Support-Section und sagt, ihr möchtet dem Clan beitreten und dann zeigt einfach mal, wie viele Haustiere ihr habt. Einfach ein Screenshot, was da steht. 1316 Haustiere habe ich und ich habe 1700 Punkte. Das heißt, die Haustiere sind nicht gleichzeitig dasselbe wie die Punkte, aber wir brauchen natürlich Leute mit vielen, vielen Punkten. Und um euren Index zu vervollständigen, müsst ihr einfach nur an jedes Eck gehen und dann an jedem Eck die ganze Zeit einfach nur hatchen, hatchen, hatchen. Und ihr seht, wo fehlt mir noch was? Hier, da fehlen mir welche. Ich habe noch keinen Rudolf. Wie kann das sein? Na gut, das sind Weihnachtspets, ne? Dann machen wir auf die nächste Seite. Was fehlt mir noch? Silver Dragons, Silver Stacks. Ja, auch wieder Weihnachtspets. Was noch? Ja, auch wieder Weihnachtspets. Also Eventpets fehlen mir auf jeden Fall noch. Das wäre cool, wenn ich die bekommen würde. Wenn ihr ein paar der Pets, die ich nicht habe, zufälligerweise selber habt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr sie mir über den Briefkasten schickt, weil ich möchte den Index komplett vervollständigen, damit wir halt im Clankrieg auch ordentlich vorankommen. Und jetzt kommen die ganzen Exclusive-Pets, die ich nicht habe. Also wenn ihr zufälligerweise ein paar der Exclusive-Pets habt, die ich nicht habe, wäre es auch echt praktisch, weil da fehlen mir eine Menge, weil ich war ja nie fett in diesem Trading-Ding drin. Viele dieser Exclusive-Pets hatte ich tatsächlich im Pet Simulator X, aber im Pet Simulator 99 habe ich sie natürlich nicht mehr, weil ich alles für ein Titanic-Pet hergegeben habe, das ich natürlich jetzt nicht mehr habe. Ach, das sind die ganzen Belohnungen, die Pets da hinten eingesammelt haben. Guckt euch an, wie viele Belohnungen ich bekomme. Krass. Einfach nur, weil die da hinten Farben mit so ein bisschen Treasure Hunter drin. Also einfach hier zur Mailbox gehen, dann auf Senden. Da könnt ihr Roblox Conny eingeben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich krieg die ganze Zeit neue Sachen dazu. Das ist super cool. Das ist übrigens mein Titanic-Pad. Das Titanic-Pad habe ich damals in mühevoller Arbeit über Wochen hinweg gefarmt. Und es geht die ganze Zeit hin und her und hin und her. Super nervig. Aber das Pad habe ich damals gefarmt und habe es dann verlost an Warlet's Play, der hier auch auf dem Server drauf ist. Ach, ich habe das gar nicht erklärt. Ja, Leute, die in unserem Clan drin sind, kriegen natürlich Zugriff auf die Clan-Private-Server. Ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Ich werde jetzt weiter Eggs hatchen, weil ich bin noch nicht mit allen Eggs fertig. Mir fehlen noch ein paar von hier hinten. Und es ist natürlich wichtig, nicht nur jedes Pet normal zu haben, sondern auch noch in Shiny. Das heißt, da liegt noch einiges vor mir. Das war's auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn nicht, dann lasst trotzdem ein Abo da. Und ihr könnt jetzt auch gerne das Video anklicken, das hier eingeblendet ist. Bis dann und ciao!